So, wir sind zurück wieder. Wo soll man die Sackkarre herkriegen überhaupt? Also, wir brauchen noch ein paar Sachen hier, ne? Halt! Oh, Leute, das macht jetzt in 4 Stunden auf. Mein Gott. Ja, gut, dann gehen wir halt auch nach Hause. Schlafen eine Runde weiter. Mein Gott. Essen wir nicht schlecht. Was? Und raus. Da, zum Discounter muss ich mal rein. Was hat der hier? Frische Lebensmittel. Genau, sehr gut. Oh, der mit seinem Einkaufskorb. Wiedersehen. Das ist praktisch, gleich nehmen wir an. In den Kühlschrank damit. Gut. Weiter geht's. So, jetzt brauche ich eine Sackkarre. Ich will aber zuerst mal hier hochlaufen. Was ist da los? Unfall? So, wo sind wir denn? Hier sind wir. Weiterkommen. Nicht stehen bleiben. Wir müssen hier weiter, weil ich was wissen will, ob man da was kaufen kann. Oh. Ich fahre nach Hause. So, wir machen hier okay, Unfall können wir bauen, ohne Probleme. So, gut gepackt. Da geht's weiter. Nee. Einfach auf Hotdogs, nee. Nochmal kauft der.
Industriegrill. Schmuckvitrine. Produktaufsteller. Schrank mit Schubladen. Einkaufskörbe. Okay. Weinregal. Gefriertruhe. Halt. Okay. Ah ja, interessant. Okay. Mülleimer, weil die kann man auch mitnehmen. Oh. Ich muss natürlich zahlen, das ist ja ganz klar. Entschuldigung. So. Also rein da. Also. Ah ja. Halt. Wo ist jetzt mein Mülleimer hier? Ich muss ja in dem Geschäft hier meinen Mülleimer abstellen. So, wo kriege ich jetzt die Sachen hier? Geschlossen. Oh Leute. Warte mal, lass mich mal kurz was gucken. Einrichtungshaus, Autohändler, Möbelhaus, Krankenhaus, Import, Export, Geschäft für Bürobedarf. Irgendwie macht mich das doch ein bisschen stutzig, Bussy Goat. Das ist ein Café, ne? Nee. Zur Miete. Wo kriege ich die Sackkarre her? Das ist eine spannende Frage. Was ist das? Okay, das ist das hier. Okay. Das ist die Nachfrage, verstehe schon, ja? Okay, alles klar. Ja, wir laufen jetzt wieder zurück, würde ich sagen, zu unserem Haus. Ist das
das hier? Nee. Und schlafen wieder, ja, genau. Was ich nicht verstehe, ist Bismann, drei Warnungen. Kontakte. Tja, wo sind wir hier? Beziehungsweise, wo muss ich die Sachen einkaufen? Einrichtungshaus ist klar. Autohändler, Möbelhaus. Geschäfte für Bürobedarf, wo ist das? Ja, aber da ist nichts drin. Sachen Papiertüte. Tja, wo ist das? Wo ist das? Schule, Großhandel. Ach, hier unten. Ja. Ich muss runter scrollen hier, ne? Ist ein bisschen tricky hier, Supermarkt. Ah, okay. Das sind wir. Mal schön darüber laufen, bitte. Ne, wir haben ja keine Papiertüten, ne? Nee, zurück, was? Juwelier, Anwaltskanzlei, Werbeabteilung, Bekleidungsgeschäft, Florist. Geschenkeladen, das sind hier zwei. Okay. Papiertüten. Besondere Gebäude, aktive Unternehmen, Schnellrestaurant. Kaffee, Bekleidungsgeschäft, okay. Schnellrestaurant, Florist haben wir hier, Geschenkeladen haben wir hier, Juwelier haben wir hier, was ist das hier? Nee, okay. Ja, ich muss tatsächlich noch mal nachschauen, wie das jetzt geht mit der, ja, mit dem Papiertüten, mit der Sackkarre. Bin ich jetzt etwas überfragt. Aber gut, wir lernen ja noch ein bisschen, ne? Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich eine Pause. Und ja, und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Daumen da lassen, Abo nicht vergessen und dann verpasst ihr keine Folge mehr von Big Ambitions.
Tschüss.